Am Mittwoch bebte wieder einmal im altehrwürdigen Kloster zu Bernburg die Erde. Denn es war wieder soweit. Die Hochschule Anhalt veranstaltete zum 18. Mal ihr traditionelles Klosterfest, welches seit 1995 jährlich durchgeführt wird. Das von den Mitarbeitern und Studierenden der Hochschule organisierte Fest bot Unterhaltung für Jung und Alt. Auf drei Bühnen hatten die Organisatoren ein buntes Programm aufgestellt, bei dem für jeden etwas dabei war. Das Besondere in diesem Jahr war die Live-Übertragung des Fußball-EM-Spiels Deutschland gegen Holland. Auch hier war die Stimmung ausgelassen, konnten die Deutschen doch den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Wir haben ein vielfältiges Programm. Zum Beispiel müssen wir ja oder wir wollen die Fußballübertragung machen, Deutschland gegen Holland. Dann haben wir Showkochen mit Heuschrecken und Mehlwürmern zum Beispiel. War sehr lecker, gewöhnungsbedürftig, aber lecker und mal was anderes halt. Jede ältere Person meinte, dass sie das ja in ihrem Leben noch nie gemacht hat. Und ich glaube, das war die Intention auch von dieser Kochshow. Natürlich auch jüngere Leute haben probiert. Dann viele Bands, zum Beispiel Alex im Westerland, Toten Hosen, Ärzte, Coverband. Dann haben wir Kunstpause, das ist eine Coverband hier aus Bernburg. Und ja, andere kleine Bands, die so noch hier ihr Bestes geben wollen. Wer der Rockmusik folgte, war auf der Bühne in der Klosterruine genau richtig. Ab 19.30 Uhr heizte die Band Lennet aus Bernburg kräftig ein. Die Fläche vor der Bühne war vom ersten Song an mit rockenden und tanzenden Besuchern gefüllt. Mit dem Klosterfest will sich die Hochschule Anhalt den Bernburgern näher bringen und zeigen, dass Studenten mehr als nur Pauken drauf haben. Insgesamt wurde mit etwa 2000 Besuchern gerechnet und diese kamen auch. Die Stimmung war bestens und wenn in 2 Jahren dann das 20. Klosterfest gefeiert wird, gibt es hier die größte Sause, versicherte Organisatorin Ulrike Müller.